Servus und herzlich willkommen hier zu der zweiten Folge der SC Freiburg-Karriere und heute mit dem Europa-League-Spiel. Werdet euch denken, hä, was für Europa-League? Der war doch in der zweiten Liga. Genau, ich habe den DFB-Pokal gewonnen, weil ich da ziemlich einfache Gegner hatte. Ging es eigentlich relativ easy. Ich musste nicht gegen Bayern oder so ran, deswegen ging es eigentlich total leicht bis ins Finale. Finale dann 1-0 gegen Schalke gewonnen in der Verlängerung. War ein ziemlich intensives Spiel, aber jetzt sind wir in der zweiten Saison, ungefähr so bei Spieltag 10, 7, 8, 9, 10, irgendwie sowas. Und ich habe Neuverpflichtungen. Einmal Kimmich, den hatte ich ja in der ersten Saison nur ausgeliehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hatte, wo ich das erste aufgenommen habe. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, den habe ich erst zur Hälfte geholt. Also Kimmich habe ich für 4 Millionen von Bayern München geholt. Der war erst ein halbes Jahr ausgeliehen und mit dem konnte ich so gut spielen, dass ich den geholt habe. Der ist jetzt gerade raus, wird Dämme, weil der sich beschwert hat, dass er zu wenig spielt. Dann will ich dem natürlich auch irgendwie gerecht werden. Dann kommt der in der zweiten Halbzeit, Kimmich. Dann habe ich Junuzovic geholt, weil ich so viel Budget hatte dann plötzlich. Weil ich Höfler und Franz verkauft habe, weil ich mit denen nicht so spielen konnte. Dann habe ich hier, Grifo und Abraschi hingepackt. Ich habe ein Fünfer Mittelfeld und nur einen Stürmer. Dann hatte ich früher Grifo vorne mit Pedersen. Aber Grifo tut es auch für rechts irgendwie ganz gut und deswegen habe ich ihn da hingepackt, weil er ein ziemlich guter Techniker ist. Natürlich schießt Junuzovic die Freistöße, ist ja logisch, aber ja, alles andere wäre ja dumm. Ich habe meinen ersten Freistoß gleich mit Junuzovic versenkt, obwohl ich nicht so ein guter Freistoßschütze bin, aber er macht's halt. Auf jeden Fall geht's jetzt gegen Vitesse Arnheim. Ich kenne den Verein nicht. Hört sich irgendwie nach Österreich an oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie von Österreich herkommt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die erste Partie gegen Dundee United mit 2-1 gewonnen. Ich würde sagen, wir starten einfach. Ich hoffe, das wird was. Spiele in Weiß. Mir in unsere Heimtrikots, die mir eigentlich immer habe. So, und jetzt Mucha muss irgendeine Übung machen. Ich weiß nicht welche. Ah, okay. Komm, hol ihn dir. Ja gut, das ist auch egal. Ich habe jetzt keinen Bock auf die Übung. Ich bitte weitermache, danke. Vielen Dank. So, also ihr müsstet jetzt die Zuschauer nicht so hören, dass ich nicht zu leise bin. So, hier nochmal die Aufstellung. Da bla, ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich spiele wieder in 30 FPS. Das könnte vielleicht auch ein Problem werden, ich weiß es nicht. Oder wenn ich auch rede. Ich glaube, es ist ungewohnt, weil ich sonst eigentlich nie red werden zocke, weil ich dann sonst schon mal Musik höre oder nee. Pedersen ist ein bisschen langsam, deswegen ab in die Mitte. Für Überlege und jetzt Junuzovic. Und jetzt 1-0. 13. Minute durch. Maximilian Philipp. Guter Start auf jeden Fall. Eigentlich hatte ich geplant, dass es ein ziemlich enges Spiel wird, weil ich kenne den Gegner absolut nicht. Aber gehe zum Beispiel jetzt. Tue mich gerade richtig schwer gegen so gute Gegner. Ich weiß nicht, wie gut die sind, aber Europa League ist meistens nicht so hochklassig. Dämme. Pedersen. Nach außen auf Philipp. Oh, schön. Das war richtig schön. Philipp. Pedersen. Und das, genau das meine ich. Genau das meine ich. Für das ist Pedersen gut. Für solche Tore. Der ist nicht schnell, aber er ist saumäßig effektiv. Wunderschön rausgespielt hier. Raus auf Philipp und Philipp bringt ihn einfach zu Pedersen und der macht ihn. Die Ecke war eine andere Variante. Mucha kommt nicht hin. Ich will jetzt hier im Strafraum nicht angreifen. Perfekt. Höhen. Stellt zu und jetzt will ich auf Philipp, weil... Ah, shit. Jawohl, schön. Das war richtig schön. Philipp. Soll ich ihn jetzt arrogant lupfen oder soll ich ihn passen? Komm, ich passe ihn und jetzt... Schönes Ding. Ganz, ganz schönes Ding. Ich will jetzt nicht solche Bimbo-Tore machen. Jetzt komm, zu den Spielern hin. Mucha rennt einfach beim Angriff mit. Das ist Wahnsinn, ey. Immer wenn ich aufnehme, mache ich richtig das Torfestival. Ich weiß nicht, an was es liegt, ey. Also ich werde halt so immer diese entscheidenden Spiele aufnehmen, denke ich mal. Alter, was ist das für eine Abwehr, bitte? Das ist so lächerlich. Ich weiß ja nicht. Ich weiß es echt nicht, ey. Das ist echt ziemlich ekelhaft. Jetzt macht Günther noch ein Tor. Der nächste Abwehrspieler. Ey, was ist denn los hier in Freiburg? Es steht einfach 4-0, dann kann ich Kimmich auf jeden Fall bringen.
Also das ist dann echt. Also Demir hat jetzt mir nicht so extrem gut gefallen, hat eine Vorlage, glaube ich, gemacht, aber sonst war nicht so auffällig. Philipp war richtig auffällig, der war in der letzten Spiele richtig abgemeldet und jetzt solche Tore, weißt du? Also, ohne Witz. FIFA ist für solche Tore einfach. Sowas hasse ich sie. Du kannst einfach das ganze Spiel dominant sein und dann kommt eine Chance. Dann kommt eine verfickte Chance vom Gegner und du hast einfach verkackt. Dann kriegst du immer wieder ein Gegentor. Das fuckt mich so ab. Dann machen wir jetzt, bringen wir einfach hier Kimmich für Demme. Ich würde sagen, Schuster für Grifo. Weil der war jetzt auch nicht so präsent, obwohl ich Grifo eigentlich richtig cool finde. Aber jetzt war er irgendwie gar nicht so dabei. Auf jeden Fall Kimmich bei uns die 6, Junuzovic die 10. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich spiele einfach auf der falschen Seite. Jetzt spielen wir hier mal. Da war immer Dings vorne, Philipp. Jetzt hier mal Junuzovic mit dem Antritt. Junuzovic mit dem Antritt. Junuzovic fast mit dem Tor. Der Torwart, also die Torhüter, die sind so extrem gut teilweise. Jetzt werden wir es wahrscheinlich sehen. Und jetzt rennt der Torwart nicht raus. Oh mein Gott. Was ist hier los, Alter? 50. Minute. Marc-Oliver Kempf, Torfestival der Abwehrspieler, oder wie? Alter, was los? Auf jeden Fall macht mir das gerade richtig viel Spaß zu schneiden, diese FIFA-Folge. Ich bin gerade gar nicht mehr so der Fan von einfach easy Minecraft-Folge oder so. Ich mache das gerade so gecuttet. Da ist ein bisschen Arbeit drin und finde mal irgendwie cool. Oh, sorry. Ich sage einfach sorry zu mir selber. Alles klar. Junuzovic. Kriegen leider nicht mehr ganz. Jetzt geht's in die andere Richtung über Kizolanke. Ach komm, vergiss es. Okay, erhöhen hat ihn. Günther. Kimmich. Ist nach vorne. Nächstes Spiel, ich gehe Hannover. Okay, jetzt wissen wir das auch. Gibt mir eigentlich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt hier. Oh, fuck, jetzt. Der Pass war wieder unnötig. Aber ich würde sagen, wir wechseln nochmal das letzte Mal aus. Wir bringen für Pedersen. Hufnagel. Ich stelle jetzt einfach Hufner. Also ich probiere gerade mit den Mittelfeldspielern mal ein bisschen was aus. Ich setze sie einfach mal teilweise in Sturm. Und Demme zum Beispiel, ist ein richtig guter Scorer. Also der kann richtig gut spielen vorne. Das ist so eine Variante, die ich spiele nicht mit Zulechner oder so. Also das ist der mein zweiter Stürmer oder mit Kleindienst oder so. Die habe ich nie in der Startelf. Oder halt in der als Auswechselspieler dabei. Weil ich Kleindienst ist zwar groß, aber er ist langsam. Und ich setze eher so auf Tempo und auf Technik in der Mannschaft. Also so auf Steilpass-Spiel und so. Und auf Passspiel, so kurz passen. Und da ist Pedersen echt teilweise echt nicht der Richtige dafür. Aber ich brauche halt einen, der wirklich regelmäßig die Tore schießt. Ja gut, das war jetzt in der zweiten Halbzeit eher so ein abflachendes Spiel. Beziehungsweise halt das erste Tor noch in der zweiten Halbzeit. Das war noch okay, aber ich würde sagen, ich habe souverän gewonnen. Finde ich ein bisschen zu hoch. Aber die habe ja auch nichts auf die Reihe gekriegt, bis auf das eine Tor. Wenn ihr sieht, die hatte 2 Schüsse und ein Tor. Wir hatten 9 Schüsse, 8 aufs Tor. Ballbesitz 50-50, ja, das passt. Das ist okay. Ist okay. Hier sehen wir noch die andere Spiele, die jucken mich ja nicht, eigentlich nicht so extrem, aber ich spiele jetzt auf jeden Fall gegen Hannover. Aktuell ist aus Deutschland. Für Nationalteam Slatko Junuzovic Österreich, okay. Ich will nicht Nationaltrainer werden. Ich bin glücklich, Boss. Achso, ich bin nicht glücklich. Ja, sorry, Torrejon, aber. Ja, da hat er noch gefragt. Ich bin halt nicht so der Fan von ihm. Also, er ist schon ziemlich alt. Aber gut. Will ich hier einfach an der Stelle sagen: Wenn euch diese Folge FIFA 16 Karriere mal wieder gefallen hat, dann lasst einfach nochmal nach oben da. Und dann wird wahrscheinlich die nächste Folge kommen. Immer mittwochs jetzt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.